Servus, ich bin's wieder, Markus von Horntools. Willkommen zurück zu unserer Videoserie zum Thema Seilwinden. Heute möchte ich mit euch auf das Thema Umlenkrolle eingehen. Da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, vom einfachen Umlenken, wenn ich ein Fahrzeug oder mein Fahrzeug in eine andere Richtung ziehen will, wie mein Anschlagpunkt, oder dann noch das Thema Kraftverdopplung der Seilwinde, wenn ich meine Seilwinde schonen will oder meine Seilwinde mal am Limit ankommt und ich wirklich noch ein paar zusätzliche Kilo brauche, um mich rauszuziehen bzw. ein anderes, größeres, schwereres Auto rauszuziehen. Dazu zeige ich euch jetzt zwei Anwendungsmöglichkeiten und wünsche euch viel Spaß beim Video. Um eine Kraftverdopplung der Winde zu erreichen, brauchen wir folgende Dinge. Den Baumgurt, die Umlenkrolle und den Softshackle und natürlich unsere Winde und das Fahrzeug. Ich zeige euch mal, wie man das Ganze aufbaut. Ist sehr ähnlich zu dem, wie wir es vorher aufgebaut haben in unserem ersten Video, wo ich euch das sichere Arbeiten mit der Seilwinde erklärt habe. Wir nehmen natürlich wieder unseren Baumgurt, um den Baum und die Natur zu schonen. Einfach schön rundum legen den Gurt. Dann nehmen wir unseren Softshackle mit der Umlenkrolle. Das Ganze hängen wir einfach hier wieder zusammen. Dann können wir auch schon das Seil unserer Seilwinde nehmen und durch die Rolle durchführen. Legen das Seil einfach in die Seilrolle ein oder in die Umlenkrolle. Jetzt ganz wichtig, wir müssen den Haken der Winde wieder am Fahrzeug anhängen, um die doppelte Zugkraft wirklich zu bekommen. Hierzu einfach unten in der Abschleppöse, die ist für diese Lasten ausgelegt, einhängen und schon kann man eigentlich beginnen damit, sich mit der doppelten Zugkraft rauszuziehen. Hier einfach wieder auf Spannung gehen. Wichtig ist natürlich wieder, dass der Motor läuft beim Windenbetrieb. Ich würde euch dazu raten, geht erst auf Spannung und setzt euch dann ins Auto, um die Selbstbergung durchzuführen, da ihr ja vorne an der Umlenkrolle immer schauen müsst, ob das Seil auch wirklich in der Umlenkrolle drin liegt. So, dann sind wir jetzt soweit und können anfangen mit der Bergung. Wichtig ist auch zu beachten bei dem Thema doppelte Umlenkung, ich halbiere meine Zuggeschwindigkeit, verdoppel aber meine Zugkraft. Allerdings möchte ich euch dann noch auf einen kleinen Punkt hinweisen. Wenn ich die Zugkraft verdoppelt habe, könnte ich theoretisch ja statt meinen 2,7 Tonnen oder 2,4 Tonnen 4,8 Tonnen ziehen. Allerdings haben wir dabei einen Schwachpunkt und den zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt angenommen das Thema, ich will mit meinem Jimny ein größeres Auto rausziehen, das mehr wiegt wie mein Fahrzeug, beziehungsweise das, was meine Winde leisten kann. Dann baue ich mir eine Umlenkung auf, habe dann quasi auf diesem Seil 2 Tonnen Zugkraft, auf diesem Seil 2 Tonnen Zugkraft und daher kann meine Winde das leisten, da ich ja am Auto wieder angeschlagen habe, halbiere ich somit die Last, die auf die Winde wirkt. Allerdings haben wir hier genau das Problem bei der Umlenkrolle dann, dass hier punktuell bis zu 4 Tonnen oder je nachdem, was das andere Fahrzeug wiegt, wirken können. Das heißt, ich würde mein Seil überlasten, was im Notfall funktioniert. Zu achten ist darauf immer, wenn das Seil dünner wird, muss ich aufhören, dann funktioniert das nicht. Danach auch wirklich ordentlich das Seil prüfen, da es einmal überlastet wurde, ist es eigentlich auszusondern. Das ist immer ganz wichtig zu beachten bei der Verdopplung der Zugkraft. Ich belaste mein Seil viel stärker, wie ich es eigentlich wollte. Immer nur punktuell an einem Punkt, aber ist natürlich, kann natürlich zum Problem werden. Wir gehen jetzt davon aus, dass sich unser netter Nachbar, der Landwirt, in seinem Feld festgefahren hat und wir ihm nur kurz helfen wollen, das Auto ein bisschen zu lösen. Daher sehen wir uns mit unserem Jimny drüber raus, dass wir das schaffen können, weil wir tatsächlich nur ein bisschen ziehen müssen, dass er wieder auf den festen Grund kommt. Problem hier, ich habe eine Straße, die parallel verläuft und das Auto steht nicht gerade. Also ich kann ihn nicht direkt rausziehen. Ich muss mit einer Umlenkung arbeiten. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier vom letzten Aufbau noch den Baumgurt mit
dem Soft-Shackle und der Umlenkrolle. Das können wir 1:1, wie wir es jetzt haben, einfach nutzen. Ich arbeite auch hier in dem Bereich dann gerne trotzdem noch mit Soft-Shackle, weil es einfach angenehmer ist und ich am Auto selber nichts zerkratze. Da wir ja jetzt das andere Fahrzeug bergen wollen, gehen wir mit unserem Haken nicht mehr zurück auf unser Auto, sondern einfach auf das zu bergende Fahrzeug. Einfach wieder einhängen im Soft-Shackle. Darauf achten, dass die Falle geschlossen ist. Kurz das Seil wieder auf Spannung bringen, sodass wir sicher sein können, dass es in der Umlenkrolle liegt. Wichtig in so einem Fall, wie wir es hier jetzt haben, wir sind mit unserer Seilwinde nur eine Bergehilfe. Das Fahrzeug ist natürlich viel schwerer wie unser Fahrzeug. Unsere Winde ist eigentlich zu klein, um das Fahrzeug zu ziehen. Daher muss in diesem Fall immer jemand im Fahrzeug sitzen und mit den Rädern mitarbeiten. Normalerweise ist man ja sowieso zu zweit, wenn man zwei Fahrzeuge hier hat. Ich bin aber heute mit meinem Kameramann Thomas hier, daher haben wir zwei Fahrzeuge und ich bin alleine. Daher lege ich nur den Leerlauf ein und löse die Handbremse, um einfach das Prinzip der Umlenkung euch zu zeigen. Wie wir sehen, das Ganze funktioniert einwandfrei. Wenn jetzt noch jemand im Fahrzeug sitzt, den Allrad eingeschaltet hat, die Sperren eingeschaltet hat, dann kommt das Auto ohne Probleme wieder frei. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch.